In der heutigen Zeit legen immer mehr Menschen Wert auf ein strahlend weißes Lachen. Ein strahlendes Lachen wirkt nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern steigert auch das Selbstbewusstsein und die Attraktivität. Doch wie kann man seine Zähne aufhellen und welche verschiedenen Möglichkeiten gibt es dafür ein Viertel eher? 1. Zahnaufhellende Zahnpasten. Der einfachste Weg, um die Zähne aufzuhellen, ist die Verwendung von speziellen zahnaufhellenden Zahnpasten. Diese enthalten meist sanfte Aufheller, die Wehrfärbungen entfernen und für ein Viertel eher ein helleres Lachen sorgen. Zahnaufhellende Zahnpasten können problemlos in den täglichen Mundhygieneroutine integriert werden und sind eine kostengar ein Viertel instige Lassung für ein Viertel eher ein leichtes Aufhellen der Zähne. 2. Bleaching beim Zahnarzt. Für ein Viertel eher ein intensiveres Ergebnis bieten viele Zahnärzte professionelles Bleaching an. Dabei werden spezielle Bleichmittel auf die Zähne aufgetragen und mit Hilfe von UV-Licht aktiviert. Professionelles Bleaching beim Zahnarzt ist eine effektive Methode, um hartnäckige Wehrfärbungen zu entfernen und die Zähne mehrere Nuancen aufzuhellen. Allerdings ist diese Methode auch mit hehren Kosten verbunden und sollte nur von geschultem Fachpersonal durch Gefahr ein Viertel HRT werden. 3. Hausmittel zur Zahnaufhellung. Für ein Viertel eher diejenigen, die lieber natte ein viertelrische Methoden zur Zahnaufhellung bevorzugen, gibt es auch verschiedene Hausmittel, die dabei helfen können. Zum Beispiel kann eine regelmäßige Anwendung von Natron oder Aktivkohle die Zähne aufhellen, indem sie Wehrfärbungen entfernen. Auch die Anwendung von Kokosöl als Mundspareinviertelung soll dazu beitragen, die Zähne aufzuhellen. Allerdings sind Hausmittel nicht immer so effektiv wie professionelle Methoden und können bei falscher Anwendung auch schädlich für ein Viertel eher die Zähne sein. 4. Zahnaufhellende Streifen und Schienen. Eine weitere Möglichkeit zur Zahnaufhellung sind spezielle Zahnaufhellungsstreifen oder Schienen, die zu Hause angewendet werden können. Diese enthalten ebenfalls Bleichmittel, das ein Viertel BER einen bestimmten Zeitraum auf die Zähne wirkt und Wehrfärbungen entfernt. Zahnaufhellungsstreifen und Schienen sind eine bequeme und kostengar ein viertelinstige Alternative zum professionellen Bleaching beim Zahnarzt und kann ihn zu sichtbaren Ergebnissen für ein Viertel rennen. 5. Laserbehandlungen zur Zahnaufhellung. Für ein Viertel eher eine schnelle und effektive Zahnaufhellung bieten einige Zahnärzte auch Laserbehandlungen an. Dabei wird ein spezielles Gel auf die Zähne aufgetragen und mit Hilfe von Laserlicht aktiviert. Diese Methode verspricht schnelle Ergebnisse und ist besonders für ein Viertel eher Menschen geeignet, die keine Geduld für ein Viertel eher langwierige Behandlungen haben. Allerdings ist Laserbehandlung meist teurer als andere Methoden zur Zahnaufhellung. Fazit: Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, um die Zähne aufzuhellen und ein strahlend weißes Lachen zu erlangen. Ob durch die Verwendung von zahnaufhellenden Zahnpasten, professionelles Bleaching beim Zahnarzt, natte ein viertelrische Hausmittel oder spezielle Zahnaufhellungsstreifen, jeder kann die Methode wählen, die am besten zu seinen Bäder ein Viertelöffnissen und Vorlieben passt. Wichtig ist jedoch, dass bei der Zahnaufhellung auf die Gesundheit der Zähne geachtet wird und die Anwendung von Bleichmitteln immer mit Vorsicht erfolgen sollte.